So, die Frage nach dem Schriftwechsel steht immer noch offen. Das ist das einzige Problem, was ich noch habe. Und wie gesagt, ich werde nochmal in der Bibliothek Was habe ich vorbeischauen. da nur gesehen? Weil die quasi hier um die Ecke ist. Warum ist die Tür... Wer kriegt da rum? Sag nicht. Dieser... Sag nicht, dieser fucking Hebel hier hinten ist genau dafür. Wo war dieser Hebel? Hier. Wenn das genau der ist. Oh Mann. So. Ja, das war nichts. Du hast nichts gesehen. Da. So. Der einzige Raum, den ich nicht so gut untersuchen konnte. Wegen diesem fucking Geistvieh. Da ist was. Mein geliebter Giles, oh mein Geliebter, ich schwöre dir, ich werde Ashton verlassen, sobald du es wünschst. Doch wenn ich in deinen Armen liege, weiß ich, dass wir nicht bleiben können. Es wird dir unmöglich sein, länger mit Ashton zusammenzuarbeiten, nachdem wir geheiratet haben. Und was noch viel wichtiger ist, ich misstraue ihm. Er würde uns nie in Ruhe lassen und ich möchte unsere gemeinsame Zukunft nicht durch seine Rache gefährden. Oh mein Liebling, versprich mir, dass wir weggehen. Deine dich liebende Perle, Lorna. Ich war zu laut. Ja, das war nichts. Wahrscheinlich gibt es irgendwo hier noch andere Sachen. Da ist was. Entweder hier versteckt jemand Beweismittel, oder diese Jungs ersticken in ihrem Müll. Okay. Okay, das ist schon mal... Schauen wir noch mal weiter. Also hier muss es noch mehr geben. Da ist noch ein Buch. Meine geliebte Lorna, ich verstehe nicht, wie dein Gemahl, mein unerträglicher Assistent, dich so behandeln kann. Ich lasse nicht zu, dass er dich noch einmal schlägt. Eines Tages werden wir gemeinsam fortgehen, doch du musst Geduld haben. Es gibt nicht viele Menschen, die sich eine Bibliothek wie Lord Gervasius. Gervasius? Wird er nicht immer Gervasius genannt? Ah, egal. Leisten können. Es wird einige Zeit dauern, bis ich einen neuen Herrn wie ihn gefunden habe. Unsere gemeinsamen Nächte werden der Himmel auf Erden sein. Liebe Giles. Oder Giles? Ich weiß nicht, wie man es richtig aussprechen würde. Habe ich das vielleicht nicht sogar schon letztes Mal gelesen? Weiß ich nicht. Ja, die Bibliothek ist wirklich so der einzige Ort, wo ich noch irgendwelche Hinweise vermute. Weil es einfach Videospiel-Klischee ist.
Tausende Bücher, irgendwo kann man da was verstecken. Ist hier noch irgendwas? Vielleicht sind die auch oben, die Sachen. Ich weiß es nicht. Ich würde auf jeden Fall schon gerne das optionale Ding finden. Wenn es hier überhaupt ist. Aber ich habe ja schon mal das da gefunden noch. Aber wartet oben nicht dieser komische Geist? Oh, was ist da? War das Buch vorher auch schon da? Meine geliebsten Leute, es gibt großartige, ich höre das Leute. Achso, das habe ich bestimmt schon mal gelesen. Wenn nicht, könnt ihr euch das selber jetzt nochmal durchlesen. Niemand liest heutzutage noch Bücher. Moment. Bei dem zweiten hat sie ja nichts gesagt. Oder? Das muss doch irgendwie ein Hinweis sein. Dann habe ich das vielleicht doch nicht gelesen. Dann lesen wir uns das doch nochmal zusammen durch. Meine liebste Lorna, es gibt großartige Nachrichten. Ich hörte, dass Lord Holantrus, ein Berater des Baron, einen Bibliothekar sucht. Seine außerordentlich geschmackvolle Sammlung gilt als eine der besten Bibliotheken der Stadt. Ich spreche mit Lord Gevasius, irgendwie so. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Ich meine, es wird Gevasius immer gesagt in den Zwischensequenzen. Er ist ein vernünftiger Mann und wird mich ziehen lassen. Ashton ist ein tüchtiger Bibliothekar und kann mich durchaus ersetzen. Ich denke, dieser Umstand wird Gevasius besänftigen. Seine Beförderung wird Ashton sicherlich darüber hinwegtrösten, dass er dich verloren hat. Mein Herzblatt. In ewige Liebe, Giles. Heißt, vermutlich werde ich hier noch weitere Sachen finden. Und wenn es nur ist, irgendwas hier aufzudecken wegen dem. Aber Moment. Mechanisten und Gevasius. Schauen wir doch mal. Wahrscheinlich ist oben jetzt noch was. Und ich weiß, es ist recht dunkel. Vor euch müsste es ein bisschen heller sein. Ich versuche sogar, das heller zu machen mit dem beim Bearbeiten. Aber letztes Mal gab es da Probleme, dadurch, dass ich das bei den drei Parts tatsächlich nicht gemacht habe, obwohl ich so angekündigt habe. Aber da muss ich vielleicht das Programm nochmal neu installieren und so. Aber vielleicht lag es auch an der Aufnahme. Das muss ich mal schauen. Da ist was. Da fehlt was. Heißt, das taucht vielleicht erst auf, wenn ich was anderes gelesen habe? Das würde mich zumindest nicht wundern. In so einer Bibliothek. Zumindest sehe ich hier aber auch keine Wände mehr, die ich öffnen kann durch Bücher. Da hinten ist was, oder? Ah ne, das täuschte. Hier, die Ecke. Noch weitere Lücken? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gewesen ist, wenn da vorne noch eine Lücke ist. Das kann nicht sein. Würde mich sehr, sehr wundern. Nicht nachdem ich die ersten Sachen da gefunden habe.
Und ich habe gerade doch noch dieses, ich sag mal, Schimmern gehört. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das war. Aber ich sehe hier jetzt auch echt tatsächlich gerade nichts mehr. Da! Die Bücher machen die Geräusche. Ah! Liebster Geist, deine Neuigkeiten sind in der Tat wunderbar. Ich halte deinen Brief in Ehren wie alles, was du mir schickst. Ich hatte heute Nacht großes Glück. Ich wollte eben deinen Brief lesen, als Ashton nach Hause kam. Sofort schlüpfte ich unter meine Decke und versteckte den Brief unter meinen Kopfkissen. Als ich heute Morgen erwachte, lag der Brief Gottlob unberührt in seinem Versteck. Bald gehören Ashton und dieser schreckliche Ort der Vergangenheit an. Ich werde ihn verlassen. Dann erzählen wir Gervasius von deiner neuen Situation. Ich bin glücklich, dass ich dir vertraut habe. Dein Quellwölkchen, Lorna. Quellwölkchen, was ist denn das für ein... Aber hier hinten war auf jeden Fall noch eine Stelle, wo was sein könnte. Wo war das? Ne, hier vorne. Jetzt finde ich den Ort nicht wieder. Hier war doch noch irgendwo eine Lücke. Hier war noch eine Lücke, aber... Mir fehlt immer noch was vorher wahrscheinlich. Dann hören wir mal, wo vielleicht noch was liegt. Die machen ja Geräusche. Also, das sind wahrscheinlich die beiden. Die wurden getötet. Aber wieso? Das habe ich gelesen. Es muss noch irgendwo was rumliegen. Habe ich nicht irgendwie so einen Leuchtstab? Vielleicht hilft er mir ein bisschen. Besser zu sehen. Ja, hier ist die Lücke, eindeutig. Ach, pff, das hält echt nicht lang, so ein Leuchtstab. Vielleicht oben auf dem? Nee. Sieht nicht so aus. Ich kann mir nicht... Ziele habe ich nicht erreicht, nee. Vorstellen... dass da nichts ist in der Lücke, früher oder später. Es muss da irgendeinen Trick geben. Ah, hier liegt doch was. Hä? Das lag vorher hundertprozentig nicht hier. Mein Lord Gervasius,
Es ist ein großer Schock für mich, euch berichten zu müssen, dass Giles, der oberste Bibliothekar, und meine geliebte Gemahlin Lorna uns verlassen haben. Ich bin über diesen Verlust zutiefst erschüttert und kann unmöglich bleiben, da zu viele Erinnerungen mit diesem Ort verbunden sind. Ich verstehe nicht, wie mir mein liebster Freund und meine wunderbare Gemahlin das antun konnten. Ich habe mich daher entschlossen, eine Stellung als Bibliothekar bei Lord Holantrus anzunehmen. Ihr solltet wissen, dass ich eure Lordschaft auf höchst schätze, doch unter den gegebenen Umständen ist es mir einfach unmöglich zu bleiben. Euer ergebener Diener Ashton, Bibliotheksgehilfe. Moment, was? Ash, du alter Bastard. Was haben wir hier? Höchstgeschätzter Lord Gervasius, ich hoffe, ihr genießt den Luxus und die Sicherheit, den euch die Kinder des Erbauers bieten. In einer grausamen und egoistischen Welt wie dieser müssen sich echte Freunde gegenseitig unterstützen. Ja, ich hoffe, euch als Freund und Partner gewonnen zu haben. Ich freue mich, euch auf dem Empfang anlässlich der Eröffnung eurer Ausstellung endlich zu treffen. Es heißt, ihr lebt in einem der luxuriösesten Anwesen der Stadt und ich bin glücklich, die Möglichkeit zu haben, mich mit eigenen Augen davon zu überzeugen. Ich hörte, dass ihr außerdem großartige Terrarien besitzen sollt. Wie gerne würde ich diese und eure privaten Ausstellungsräume bei meinem Besuch sehen. Ich weiß, wie wichtig euch eure Sammlung ist. Und dennoch hoffe ich, dass ihr mir die Ehre eines Geschenks in Form bestimmter antiker Masken und des Kultivator-Artefakts erweist. Natürlich erst nach der Ausstellung. Diese Dinge sind völlig wertlos, aber ich wäre der glücklichste Mann, wenn ihr sie mir überlassen würdet. Ich versichere euch, dass dies eure Schaden nicht sein wird, da ihr weitere Geschenke der Mechanisten sowie ein gewisses Gemälde von Durand, von dem ich hörte, dass ihr es seit langer Zeit erwerben wollt, erwarten dürft. Meister Karos. Hier bin ich in Stocken gekommen, weil das sind doch die Masken, die ich aufgesammelt habe. Wenn ich zurückkomme, werde ich versuchen, mir einen dieser Kultivatoren zu schnappen. Okay, es klingt sehr nach eben, ich habe mein Ziel erreicht, ja. Aber diese Lücke da vorne. Diese verdammte Lücke. Warum ist da nichts? Ist da was, wenn ich nochmal wiederkomme? Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt mein Ziel erreicht. Kann eine Ebene höher und durchs Fenster. So. Dann ab durchs Fenster. Da ist nichts mehr. Ist dort jemand? Ich habe mich umgebracht. Ich habe alles erreicht, aber ich bin gestorben. Ja, ich hält. Ja, war nur der Wind. So. So. Endlich. Fortfahren. Für den einen ist das Wissen ein Schild, für den anderen ein Schwert. Keine Ansicht ist völlig richtig, doch eine ist weniger unweise aus den Annalen der Hüter. Nachdem ich nun Lord Gervasius Sicherheitssystem wie meine Westentasche kenne, sollte es eigentlich kein Problem mehr sein, eine Maske zu holen. Ich hoffe, mein lieber Garrett, dass das nicht nur euer übliches, hohles Gerede ist. Gervasius Sicherheitssystem ist sicher nicht das Gefährlichste, womit ich mich bisher beschäftigt habe. Darf ich fragen, was das Gefährlichste war? Es wird Zeit. Wie hat Karas die Zeit genutzt, die wir mit Warten verbracht haben? Er hat einige Veränderungen an der Kathedrale vorgenommen. Irgendwelche Ventile oder Siegel an den Türen.
Warum, wissen wir noch nicht. Die Kathedrale sieht inzwischen aus wie eine Fabrik, vollgestopft mit Maschinen und Geräten. Was das auch sein soll, ich bin sicher, es hängt mit diesen Artefakten zusammen. Je schneller sie in unserer Hand sind, umso schneller wissen wir, wie der Hase läuft. Und schicken Karas ins Jenseits. Und halten ihn auf, egal was er plant. Aha. Wartet nicht auf mich. Es könnte spät werden. So, finden Sie irgendwie heraus, was Karas sind? Ach so. Das habe ich sogar. Weil ich... Ist in der vorigen Mission schon abgeschlossen. Interessant. Stehen Sie alle drei Masken der Alten. Mir fehlt noch eine. Zwei habe ich gefunden. Aber die dritte. Außer es gibt die eine doppelt. Dann habe ich alle drei gehabt. Offenbar hat auch Gervasius ein... Wieder Gervasius wurde sogar gesagt so. Ein Kultivator. Sieht aus, als wären sie hier im Einkaufsparadies für alte Artefakte. Okay, das brauche ich auch. Vergessen Sie bei all den Masken nicht auch... An sich zu denken, Schätze im Wert von 2. Okay. 2,8 sollte ich hinkriegen. Reißen Sie. Ja, keine Toten. Aber ich darf sie ausnocken. Ja. Und ich muss wieder raus. Okay. Was macht ein Gasfall nochmal? Ich habe ja noch nicht so viel. Wie viele Wasserpfeile habe ich? Ich habe noch ein paar. Ich habe auch ein paar Moospfeile. Was machen die Eier hier? Hä? Das ist doch total bescheuert, das zu benutzen. Weil dadurch sterben die doch, oder nicht? Ja, ich nehme mal die Gaspfeile. Und ein paar Lärm... Ach so. Machen wir es mal so. Wasserpfeile mit 12 sollte ich... Mit 14 sollte ich hinkommen wahrscheinlich. Moospfeile... Ja, Efeu war zum Klettern, stimmt. Ah ja, hier gibt es gar keinen Seilpfeil. Sondern die hier. Anscheinend, so war es. So, jetzt bin ich genau wieder an dem Punkt, wo ich die letzte Mission gestartet habe. Und darf mich nochmal durch dieses Anwesen klettern, aber... Jetzt kenne ich mich ja hier aus. Es würde mich nur mal interessieren, habe ich die... Ne, die Masken muss ich jetzt tatsächlich alle nochmal... Ach Gott, ich hatte die doch alle. Ich hatte sie. Jetzt bin ich nur gespannt, inwiefern sich dieses Anwesen unterscheidet. Von den Wachen und allem. Weil quasi ist das jetzt genau das gleiche wie vorher. Abgesehen davon, dass ich jetzt Leute ausnocken kann und wegtragen kann. Hütet euch vor den verderblichen Kräften, die euch umgeben. Für jede Fliese gibt es eine Wurzel, die die Fliese zerstört. Interessante Analogie. Für jede Mauer gibt es eine Ranke, die Mauer beschädigt. Deshalb kennt eure Feinde und seid stets wachsam, denn nur so werden wir überleben. Das ist wirklich eine interessante Analogie, aber gut. Die stand da gerade noch nicht, meine ich. Aus dem Level davor, aber weiß ich nicht mehr. Schon ein bisschen her. Wer schleicht hier herum, sondern sei wachsam. Ja, geh doch. Aber. Interessant, es gibt auf jeden Fall jetzt Leute in diesem ganzen Kram, die vorher nicht da waren. Das. Oh, das lädt aber gerade lange. Das könnte interessant werden. Die Frage ist, muss ich in diesen Raum rein? Achso.
Das nehmen wir einfach aufs Prinzip nochmal auf. Und das nehmen wir sowieso. Gab es hier einen Geheimgang? Nein. Den kriege ich K.O. Ich will nur mal jetzt wissen, ob sich das lohnt. Hier hinten ist nichts. Okay, lohnt sich nicht. Wie das so kurz gefasst ist in den Zielen innerhalb der Mission. Aber die Maske der Alten müsste doch theoretisch jetzt... Oder die Maske der Alten müsste noch theoretisch jetzt auf Ebene 3 immer noch liegen. Würde ich vermuten. Man muss... Ja, ich muss das ganze Sicherheitssystem nochmal neu ausmachen. Wer bewegt sich da? Hey! Niemand. Ja, toll. Ich dachte, ich komme da leicht durch und kann ihn umhauen und dann hänge ich da irgendwo fest. Ja, aber gut, das heißt auf jeden Fall wirklich, dass hier deutlich mehr Wachen und so sind. Wie es mir scheint. Ich weiß noch nicht mehr, wo der Eingang dafür ist, dass ich das ausschalten konnte. Schauen wir doch mal, was hinter der Tür ist. Achso, hier hätte ich auch durch den Vorhang gehen können, oder? Nee. So, dann schauen wir doch mal. Hier liegt auch wieder ein neues Schriftstück. Du mal, bitte kümmert euch vor meiner Ankunft um einen neuen Gärtner. Die Terrarien müssen im erstklassigen Zustand sein. Karina liebt Pflanzen und ich habe ihr bereits viel von meinen Terrarien erzählt. Ich möchte dieses holde Geschöpf keinenfalls enttäuschen. Du mal, ihr müsst dieses Mädchen selbst sehen, um mich zu verstehen. Bitte gebt euer Bestes. Wenn Hubert noch nicht überlastet ist, übertragt ihr die Einarbeitung des neuen Gärtners. Übertragt ihr die... Was? Ihn hätte ich jetzt gedacht. Übertragt ihm oder ihn, wie auch immer, ihm die Einarbeitung des neuen Gärtners. Das würde nämlich Sinn ergeben im Zusammenhang. Aber gut. Und sorgt dafür, dass in den Gärten neue Bäume gepflanzt werden. Mir ist völlig egal, ob ihr dazu Sklaven, Wachen oder wen auch immer einsetzt. Ich wünsche, dass ihr umgehend Bäume besorgt und diese einpflanzt. Zum Teufel, grabt das Gestrüpp aus Buffords Garten aus. Wenn es sein muss. Der alte Buffy wird es verstehen. Schließlich ist er mir seit der Sache mit dem falschen Gemälde etwas schuldig. Ihr erinnert euch doch noch an das Bild, das er mir als echten Durant unterjubeln wollte. Er weiß, dass ich immer noch verärgert bin, selbst wenn es wirklich nur ein Scherz war. Brahmji. Vergesst nicht, überall Blumenbeete anzulegen. Schließlich soll ihr erster Besuch in meinem Haus für ein sie unvergessliches Erlebnis sein. Okay. Breitkopfpfeile, die werde ich nicht wirklich brauchen, außer ich muss noch mal ausbrechen. Hier war der Geheimgang, stimmt's? Ja. Ja, wie hier jetzt überall Sachen sind, die vorher nicht da waren. Hier badet wer? Nein. Schlafgemach. Eine Mine? Sah es hier vorher auch schon so aus? So, hier ist der Geheimgang, ja. Hier ist nichts. Und da ist was. Und ich bin jetzt in der Werkstatt, okay. Ja gut, falsche Tür. Ich hab's mit dem Geheimgang irgendwie anders im Sinn. Aber gut.
Dietrich. So, die Tür ist offen. Hier ist noch ein Schriftstück. Werte Vorarbeiterin Hobart, meinen Glückwunsch. Der Galaempfang zur Eröffnung der Ausstellung steht kurz bevor. Ihr habt außerordentlich gute Arbeit geleistet und ich muss zugeben, dass ich nicht erwartet hätte, dass die Arbeiten so reibungslos ablaufen würden. Dank der großartigen Erfindungen des Mechanisten ist unser bescheidener Haushalt nun noch effizienter und sicherer. Ich halte mich wirklich für einen praktischen Mann von Welt. Dennoch bin ich beeindruckt, welche Veränderungen das Anwesen durch die Zusammenarbeit mit eurem Meister Karas erfahren hat. Die Mechanismen, die er uns sandte, sind in der Tat wunderbar. Früher wanderten hier die Hammeriten schweren Schrittes umher und predigten von Hoffnungslosigkeit und Verderben. Ja, sie machten unsere Diener mit ihren Dogmen gefügig. Das war aber auch schon alles. Wenn ich nur an die peinlichen Auftritte von Vater Norell von unseren Gästen zurückdenke. Aber egal, ihr habt uns mit den ersten... Maskierten Dienern? Das sind die so einer, den ich auch da umgehauen habe. Ihr habt uns mit den ersten maskierten Dienern, die ihr uns zur Verfügung stelltet, gezeigt, was unterwürfige Diener sind. Und der neue Priester ist zivilisiert und vernünftig. Was will man mehr? Ich hoffe auf eine noch weiterhin gute Zusammenarbeit und versichere euch, Lord Gervasius dazu zu bewegen, dass er bei der nächsten Tagung des Regierungsrates nur Gutes über euch zu berichten hat. Oder berichtet. So. Euer Duma. So, hier ist doch der Raum, wo ich hin wollte. Weil... Aus, Licht aus. Gut, aber weitere Sachen klauen wir dann beim nächsten Mal und suchen dann den Kultivator. Wahrscheinlich werde ich den im nächsten Part eh nicht so schnell finden, aber weil ich bestimmt auf Ebene 3 jetzt mehr haben werde. Allein, weil ich da eh hin muss wegen den Masken. Aber bis dahin, ich bin euer Kenny Diana Jones.